Fällt dich einmal rüber. Ja, es klappt. Ja, schön. Es ist ja immer so selten. Mal klappt's nicht. Mami! Beziehungsweise Elotrom, Mami. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Papa. Ich hoffe, das ist ein schönen Tag. So, das ist nicht unser Charakter. Ja, wenn das Spiel wollen würde. Ah, ja, das ist unser Charakter. Mit dem wollen wir spielen. Und nein, bitte sprecht mich nicht darauf an, warum ich so viele Schafe habe. Bitte tut es einfach nicht. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Sucht, die befriedigt werden muss. Sie muss befriedigt werden. Wir werden auch mit mehreren dieser Schafs noch spielen, irgendwann in 30 Millionen Jahren. Falls wir jemals so weit kommen sollten. Aber erstmal steht unsere Elbin im Vordergrund. Ich hoffe, dass es gleich musiktechnisch alles klappt, alles passt. Das ist meine Erziehung. Ja. Wir lieben es ja beide. Spaß zu erstellen. Einige davon sind sogar davon inspiriert, dass du dir dein Hobbit erstellt hast. Vier Schars sind genau am gleichen Tag entstanden. Ja, ich kann da nichts für. Das ist Sucht. Aber lieber so eine Sucht als Alkohol oder Schokolade oder weiß ich nicht. Irgendwelche anderen ungesunden Süchte. So, wir gehen einmal was. Zutatenbündel, okay. Okay, da kann ich noch nicht. Schade. Da nicht. So. Ich weiß gar nicht. Wir sind irgendwo hier in den Hügelgräbern stehen geblieben, ne? Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Muss gerade kurz leiser machen. Okay. Irgendein Fehler ist hier. Okay. Gar nicht, wie wir sein können. Deswegen dann. Ach so, okay, das ist irgendwas mit Gegenständen. Gut, okay. Das interessiert uns, glaube ich, herzlich Auch wenn es wenig. sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Ich hoffe, dass für euch alles laut ist. Oder zumindest nicht zu laut. Wenn ja, dann sagt es bitte, wenn es so sein sollte. Dann kann ich immer noch was rauf oder runter regeln. Ich grüße euch. Warte mal. Was wollten wir hier haben? Goldschmiedekunst wollten wir, glaube ich, ne? Passt. Sehr gut. Sehr gut. Dann brauche ich mir hier keine Gedanken machen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So, wir machen diese Aufträge hier nur einmal, weil sonst sind wir in 3 Jahren noch nicht fertig. Ach du Scheiße. Hi, Britt! Vielen lieben Dank für deinen Prime Sub oder dein Prime Resub im 5. Monat. Sind schon wieder 5 Monate. So schnell vergeht die Zeit. So kuschelig im Katzenkämmchen. Freut mich. Und Mira, danke für Pink Fluffy. Rainbows, was haben wir hier? Mira, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich muss immer noch Pink Fluffies einbinden. Ich wollte immer noch nachgucken, ob ich irgendwie die Pink Fluffy Unicorns irgendwie hier reinkriege. Muss ich noch ein bisschen rumbasteln. Hier haben wir noch was. Ja. Könnte besser sein, aber es läuft. Schlechten Menschen geht's immer gut. Sagt man doch so, oder? So in der Regel. Mira, danke für deinen verschenkten Community-Sub. Vielen Dank. Und da fliegen die Katzen und die Hypes. Ich finde diese Hütchen einfach so mega cool. Was ist das? Was haben wir da?
Was ist das? Wann haben wir das bekommen? Okay. Danke, Mira, das tue ich. Vielen, vielen lieben Dank. So, wir haben hier auch noch eine Schatztruhe. Wasserstahlschlüssel erforderlich. Hatte ich den nicht? Ach nee, der schwarze Schlüssel ist, glaube ich, noch... Oder? Ich glaube, ich weiß, wo der schwarze Schlüssel ist. Entweder habe ich den weggeschmissen. Ja, weiß ich nicht, ne? Ich weiß nicht, wo meine schwarzen Schlüssel sind. Okay, gut. Wir müssen aber unbedingt was verkaufen. Kann ich bei dir was verkaufen? Ja. Was benötigt ihr? Ja, gut. Saphirsplitter. Brauchen wir die? Handwerksgesellen. Wir behalten sie erstmal einfach nur, weil ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Genau wie das, da weiß ich auch noch nicht, was ich mir tun soll. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Scheiße, jetzt habe ich die Erdbeeren weggepackt. Ja. Silbererz brauchen wir noch, das brauche ich. Hybrid, auf vielen lieben Dank für dein Verschenken, Zap. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid ja heute richtig in Geberlaune. Ihr wollt unbedingt Subs verschenken an die lieben, netten Lurker und Leute, die hier so sind. Ja, das ist süß. So. Es wird gleich spannend, keine Angst. Ich muss hier nur ein bisschen das Inventar leer pfeffern. Gefäß. Und Trade ist wieder auf dem Weg. Hybrid, wag es nicht. Wag es nicht. Das ist der Zug wieder zu schnell. Alle Flachsfasern. Die können auch weg, die Dinger. Die braucht kein Schwein. Hybrid, danke für 100 Bits. Oh Mann. Zehn Minuten weg und dann sehe ich das im Chat. Hallo Luna! Das kommt davon, wenn man nicht da ist. Ich gebe Liebe, ganz viel Liebe. Das wissen wir, Mappa. Das wissen wir. So, ich möchte einmal meine... Ach, es waren Himbeeren. Okay, es waren keine Erdbeeren, es waren Himbeeren. Aber die hätte ich trotzdem gerne wieder. Ich hätte sie... So, danke. Habe ich noch irgendwas? Nö. Nicht. Jo. Denn. Nein, ich brauche keinen Schatulenschlüssel. Vergiss es. Das ist immer eine sehr gute Sache. Man muss, glaube ich, eine gewisse Anzahl von etwas erreichen. Um ihn loszutreten. Also du brauchst erstmal eine gewisse Anzahl, bis er los... Also bis er überhaupt erscheint, bis du dafür was machen kannst. Dann musst du nochmal eine gewisse Anzahl machen und dann ist erst der Halbtrend da. Das ist, ja, immer eine sehr, sehr seltsame Sache. Ich hab's auch noch nicht ganz verstanden. Und vielen lieben Dank für weitere 100 Bits. Und Anonymous. Anonyme 100 Bits, vielen, vielen lieben Dank. So, und da hast du deinen Halbtrain. Da hast du deinen Halbtrain. Ihr seid unglaublich. Danke. Ich werde angegriffen. Oh, Leute. Hi, Brit! Mann! Fütter doch den Katzen-Halbtrain nicht so. Der wird doch fett. Willst du einen fetten Halbtrain? Willst echt fette Halbtrain? Du vereinst uns abgeschlossen. Ihr seid verrückt, ey. Und Hybrid, danke für den Verschenken-Sub an Arcade. Vielen, vielen lieben Dank.
Und Luna, danke für 100 Bits. Und natürlich auch vielen lieben Dank noch für die anderen 100 Bits. Oh Gott. Ihr macht mich fertig gerade. Ihr macht mich echt minimal fertig. Nikoa auch. LOL. Danke mir nochmal 3 verschenkte Super 1 Subs. Oh Leute. Und danke nochmal für 100 Bits. Juhu, Stufe 3! Der Train wird immer fetter. Wir haben einen fetten Train. Überfordertes Mädchen. Ja, so ein bisschen, ne? Ich freue mich auf die Abrechnung für Oktober, ja, ne? Ist echt so. Ja. Jede Menge Katzenfutter. Ja klar, kommst du was. Oh, du auch noch, du hast gefehlt, ey. Danke. Danke, Schatzi. Ist halt unglaublich. Lol, die Emotes haben auch diese Hüte. Das ist ja cool. Mir bringt mich völlig aus dem Konzept, ja. Wisst ihr das eigentlich? Ich hab Pfotenschnurren. Lol, die Animationen sind anders hier rum. Hi, Brit! Hast du zu viel Lachs geschnuppert oder was? Danke für verschenkte Subs. Gut. Oh. Ihr habt alle zu viel Geld, ja, ist so. Wo habt ihr das Geld her, ey? Weißt du, ich bin froh, wenn ich mir so eine Tafel Schokolade leisten kann. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ey, Leute, übertreibt's nicht. Also bei 5 Subs sieht man nichts mehr. Nee. Nee, wirklich nicht. Hier überfordert die ganze Kätzchen, ey. Ah, Mann. Stufe 4, das habe ich bei großer Stream mit über 100 Zuschauern nicht gesehen. Nicht? Ich schon. Frisches Tage für 1000 Bits, ey. Scheiße, ja. Einfach danke für 200 Bits. Leute. Was ist heute los, ey? Ich muss mir das einfach für dich gleich noch zu weit. Ey, ich hab heute schon geholt. Eskalation! Ja, ist echt so. Also. Hi, Bro. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Leute, jetzt sterbe ich hier fast schon. Ja. Jetzt bin ich hier kurz vorm Abwippen, ey. Mann. Mist. Trade Stufe 5. Ey, unglaublich. Ihr seid doch irre. Ihr seid doch echt irre. Ihr seid echt. Okay, fertig. Und vielen, vielen lieben Dank für einen weiteren verschenkten Sub. Und Fantasy Link. Vielen, vielen lieben Dank. Da werden sich die Leute freuen, ey. Ich wünsche auf jeden Fall alle, die einen Sub gekriegt haben, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit den ganzen Emotes. Danke für nochmal 100 Bits. Müssen dir nicht langsam die Bits ausgehen, ey? Das ist mir aber das, was immer wieder sagen muss, was wir wohl sind. Ja, ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass ihr auch wirklich wisst, dass das so ist.
Damit ihr es ja nicht vergesst. Oh ja, Luna, das seid ihr. Das seid ihr. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Gut. Frisches Danke für 500 Bits. Ihr seid wahnsinnig. Ihr seid einfach nur wahnsinnig. Ihr macht jetzt fertig. Weißt du, und nachher geht der Katzenhype-Train mit Bauchschmerzen ins Bett. Weil er viel zu viel gefüttert wurde. Nee. Der hat viel zu viele Leckerlis jetzt gekriegt. Unglaublich. Wahnsinnig bekloppt. Mappa, das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Es trifft alles auf euch zu. Verrückt, wahnsinnig, bekloppt, geisteskrank. Einfach, ja. Ja, wie Luna sagt, einfach alles. Einfach alles. Alles in einem. Alles in allem, ey. Vielen, vielen lieben Dank für weitere verschenkten Subs. Oh, Leute. Ich nippe hier gleich nur ab, ey. Ich muss mal Therapeuten anrufen und eine Station für uns alle mieten. Oh Gott, das könnte aber ganz schön voll werden, Papa. Meinst du, der kommt damit klar? Bist du dir da sicher, Hypers? Bist du dir da so sicher? Ja, also ein Fehler ist auf jeden Fall hier seit dem Update. Geht immer wieder so zurück beim Kämpfen. Ich hab so eine drehende Kamera gefühlt. Der gesellt sich da 3 Stunden zu uns. Boah, da hast du aber echt Vertrauen in ihn. Nach 3 Stunden erst. Ich gebe ihm 10 Minuten. Hey, Hybrid, was ist los, ey? Vielen, vielen lieben Dank. Alter, du hast insgesamt schon 15 Subs verschenkt. Seit du hier bist. Seit du hier bei der Sandfurt bist, hast du 15 verschenkte Subs gehabt, ey. Das ist... Ihr macht mich alle fertig. Vielen, vielen lieben Dank für 2 Stufe 1. Ihr habt den Hype-Train fertig gemacht, ey. Ihr habt den Hype-Train ernsthaft auf höchste Stufe gebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Leute. Ich sterbe gleich. Ich bin hat also Lüfte gewonnen. Mhm. Dann auf jeden Fall viel Spaß mit diesen Extreme-Modes, die irgendjemand ruhig. Also die ihr dann bekommen habt. Anscheinend sind es diesmal Wauzis. Diese kleine Wauzis. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das ist so. Warte mal. Ah, Mist. Kurz AFK, meine Heizkissen ist kaputt gegangen. Was mir denn. Und wir machen für den Rücken. Mach das. Vakarius, hallöchen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Maximal Ehre an alle, die dabei beteiligt waren. Glückwunsch an die Leute mit den neuen wunderschönen Subs. Und den wunderschönen Emotes. Ja, Vakarius, viel, viel Spaß auf jeden Fall mit den niedlichen Emotes. Ich hoffe, sie gefallen dir. Und ich hoffe, du freust dich über deinen Sub. Der Chat meinte, er müsse heute ein bisschen jetzt eskalieren.
Mach ich gleich, Luna, mach ich gleich. Darf ich mich an einen sicheren Ort dafür begeben oder soll ich es spannend machen und hier eben nirgendwo stehen bleiben? Okay. Ja gut. Ich wollte ja nur mal nachfragen. Dann machen wir es spannend. Wenn ich sterbe, Luna, ne? Dann ist es deine Schuld. Ne? Ah, Gott. Weißt du, nach so einem langen Tag muss ich auch noch Sport machen hier. Also ich werde die Nacht gut schlafen. Oh, scheiße. Warte mal. Nein. So, jetzt kann ich. Ich liebe diese Klasse. Da kann man das so wunderschön machen. Ich sterbe nicht. Ha. Oh Gott, das wird aber trotzdem gleich. Okay, jetzt. Hey, ich habe bis jetzt überlebt. So. Ich muss leider weiter mit dem Message erhalten, Junge Sepp. Danke. Und schön, dass du kurz reingeschaut hast und ich sterbe. Jo. Okay. Ja, passiert. Luna, das Ding geht auf deine Kappe. So, jetzt sollen wir gucken, dass ich hier nicht nochmal hops gehe. So. Ja, ich war schon Level 20. Bin ja, doch, Level 21 bin ich jetzt. Also es ist halb so wild. Den Titel habe ich schon. Der Titel kann mir nicht mehr genommen werden. Mit dem bis Level 20 nicht sterben. Ja, den Titel bekommt man noch, der 20. Darüber hinaus, weiß ich gar nicht, ob es darüber hinaus noch ein Level gibt. Ich meine nicht. Ich meine, das geht nur bis 20. Wenn ich mir recht entsinne. So, ich muss auf jeden Fall nach da hinten hin. Da bin ich jetzt schon mal falsch. Sonst hätte ich Luna jetzt geköpft. Ich glaube, Luna hat ganz, ganz schnell die Biege gemacht. Oder dich mit Katzenleckerlis bestochen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So. Was haben wir denn da? Geht in die Hochsicherheitsbox. Luna, hier geblieben. Was haben wir denn hier? Hochwertiges Eisen. Kann ich das schon? Nein! Oh, dieses Drehen nervt so ein bisschen, ne? Jetzt sind wir nicht gepackt und gut wäre gewesen. Aber einfach macht mir Angst. Appappelapapp. Der ist ganz lieb. Manchmal. Oh, warte mal. Habe ich hier nicht noch? Jo, habe ich. Ah, lassen wir erstmal so. Gucken, was uns das bringt. So, die... Dera! Muss das sein? Auch einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Das heißt hier manchmal. Manchmal halt, ne? Dera, vielen lieben Dank für deinen resubmitierten Monat.
Ja, und unglaublich, es sind schon 4 Monate. Respekt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den wundervollen Emotes. Eventuell kommt vielleicht sogar bald neue. Ich habe zwar nicht mehr Platz, aber eventuell tauche ich für ein Event mal 1, 2 aus. Ruf gleich zur Weihnachtszeit rum. Mal schauen, was sich da so machen lässt. Und ja, das musste sein. Na gut, okay, lass ich Geld. Wie sonst soll ich meine Präsenz ankündigen? Mit einem Hallo? Einem einfachen Hey! Hi! Hallo, ich bin da! Wo muss ich hin? Da! Die Richtung muss ich. Eisen, das ist meins. Das ist mein Eisen. Oh, dieses Drehen. Weißt du, dann machen die schon Updates und dann hauen sie trotzdem wieder Fehler rein. Nervig. Was denn, Luna? Gut. Nein. Ah, einen brauchen wir noch. Für mich. Bin mal wieder DVD spielen. Macht das viel, viel Spaß. Level 50 Astrologe. Sehr geil. Glückwunsch. Ich müsste irgendwie auch meine machen. Vielleicht morgen. Vielleicht spiele ich morgen. Jetzt ist 14. Mal gucken. Ein Hallo wäre zu langweilig. Da wäre das ein Lachrad. Also mit dem Horrorschrei auch ganz gut. Ah, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Rabiata Bär. Die brauchen wir. Wir brauchen die Rabiaten Bären. Hättest du jetzt eigentlich noch weitergespielt, Hybrid? Oder hattest du dann doch nicht mehr gespielt? Ich weiß gar nicht, warum wir uns das letzte Mal drüber unterhalten. WP-Mappe. Naja, komm, ein Level ist auch schon was. Besser ein Level als gar kein Level. Muss man immer so sehen. Ich muss gerade mal gucken. Stimmt, hier ist der Dungeon. Der eine. Das große Hügelgrab. Ja, darf ich allein nicht rein. Beziehungsweise dürfte ich schon. Ich könnte da reingehen, aber ich werde schneller tot sein, als ich Dupp sagen kann. Ja, verstehe ich auch, Herbert. Verstehe ich auch. Das hat natürlich erstmal Vorrang. Das hier ist ja auch danach noch da. Müssen wir hier ernsthaft so ein Würmchen töten? Okay, aber da ist trotzdem noch so ein Ring. Ich befürchte, das ist eh Nummer 1. Das stimmt. Das stimmt. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich spiele ich morgen privat noch mal ein bisschen. Weil heute. Ja. Heute war ein langer Tag. Morgen wird auch noch mal ein langer Tag. Ja, mal gucken. Hallo, Rabiata Bär. Warum gehst du die Richtung? Ach was. Ich versorge dich schon mit was anderem außer Wasser und Brot. Keine Angst. Ich schleuse was ein. Da ist eine Leiche. Ich will zur Leiche. Das war ein geiler Move. Und es war nur Schrott. Einfach nur Schrott. Doch ätzend.
Würde ich euch nie antun. Gut zu wissen. Dann bin ich beruhigt. Okay, ihr prächtigen Hügelgräberkriecher. Wo habe ich eigentlich wieder was zum Schmieden? Oh ja. Oh, sogar eine ganze Menge. Könnte ich sogar aufsteigen. Okay, da sind wieder diese... Oh, die Bäume brauchen wir auch. Ah! Hi. Okay, wir töten erstmal den komischen laufenden Baum. Der Level 21 ist. Ach so. Jetzt kommt wahrscheinlich der Bär auch noch dazu. Natürlich kommt der Bär noch dazu. Wird zu fünf sein. So, und wir nähern uns Stufe 22. Juhu. Okay. Nur in der Prinzipien. Es könnte aber schon hart werden hier. Nein, nein. Ja, Tomlieb. Glückwunsch zum Verschenkungssatz. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, sie gefallen dir. Da ist Bäumchen. Ich muss gestehen, ich habe die Afterstory nach Shadowbringers noch nicht fertig. Ich wäre irgendwie ein komisches Gefühl, wenn da nichts mehr kommt. So lange. Ja, stimmt. Wobei, ich bin tatsächlich erleichtert, dass ich jetzt bei mir Fortsetzung folgt stehen habe. Da bin ich tatsächlich sehr erleichtert. Vor allem macht mir das erstmal so ein bisschen bewusst, was ich eigentlich dann so seit April geschafft habe. Weil ich, als ich im April angefangen habe, nicht damit gerechnet habe, dass ich es bis Endwalker schaffe, Shadowbringers zu erreichen und zu beenden. Ich bin da echt stolz. Und wieder heilen. Und wieder Hügelkriecher. Naja, ganz alleine auch wieder nicht. Ich hatte Hilfe. Das muss dazu gesagt sein. Ich hatte Hilfe. Aber es war echt cool. Ich muss jetzt erstmal nur gucken, ob ich morgen, wenn ich spielen sollte, wenn ich mich privat tatsächlich hinsetze, ob ich dann level oder Wolfie mache. Mal gucken. Je nachdem, glaube ich, wie morgen meine Laune ist. Wobei ich Freitag wahrscheinlich ausschlafen werde, das sage ich jetzt schon mal. Da werde ich wahrscheinlich etwas später anfangen mit Stream, dann etwas länger schlafen. Ich bin so ein Mensch, ich brauche mindestens 5 bei der Woche. Muss ich auch schlafen können. Bin ich ungenießbar. Fragt Frisches.
Frühschoss kennt meine Launen, wenn ich nicht geschlafen habe. Die will man nicht erleben, die will nicht mehr ich selbst erleben. Das ist echt furchtbar. Ich ohne Schlaf ist... wie ein Affe ohne Bananen. Jetzt schläft Freitag aus, besser für mich. Ja, mal gucken. Ich war eigentlich erst so am Überlegen, ob ich um 11 anfange. Also so, naja gut, eigentlich 10. Ich wollte eigentlich um 10 anfangen. Aber ich glaube, nein. Ich werde auch schlafen. Ich werde einfach nur ausschlafen. Und werde es mir gut gehen lassen. Juhu! Stufe 22! Ja, weiß ich doch, Mappa. Weiß ich doch. Punkte. 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 So. Jetzt haben wir keine Punkte mehr und... müssen sowieso warten, bis es aufgeladen ist. Ich habe eine neue Fähigkeit. Feuerschaden über Zeit. Jo, komm. Wir gleich mal ausprobieren. Nachdem es fertig geladen hat. Okay, scheint ganz cool zu sein. Meinst du diese hier? Warte mal. Irgendwo hatte ich ja nur die für eine Tour. Diese hier. Dafür gibt es besondere Schlüssel. Die kann man sich im Shop holen. Mit viel Glück kriegst du sie durch diese täglichen Aufgabenkisten. Ich weiß nicht, wie man sie sonst noch kriegt. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Blutdruckkenne unter uns sind. Aber man braucht für die Truhen auf jeden Fall Schlüssel. Ich habe eigentlich auch 3 Stück. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Ich denke mal, die sind bei mir zu Hause. Fürchte ich jetzt einfach mal. Ich habe sonst keine Ahnung, wo ich die gelassen habe. Und ich glaube, du kannst sie auch durch diese Geschenkkisten für Abenteurer, kannst du sie, glaube ich, kriegen. Du kannst ja immer zu bestimmten Leveln, ich weiß nicht, ob wirklich jedes Level oder nur zu manchem später, gibt es ja hier diese Geschenkkisten, die man durch die Post gekriegt hat. Da könnten eventuell auch welche drin sein. Das weiß ich aber noch nicht genau. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Das greife ich da schon wieder an, oder? Nee. Gut. Ich krieg die nächste Level 30. Ich habe tatsächlich vergessen auszupacken. Meins ist minimal Stufe 7 gerade noch. Ich müsste meine auch mal wieder auspacken. Ich glaube, ich habe 2 Stück ausgepackt gehabt. Wenn überhaupt. Nur weil das Viech sich jetzt hinter den Stein versteckt hat, ernsthaft. Brauche ich dich noch? Ja, brauche ich.